Herzlich willkommen bei der dritten Ausgabe der Demo-Version von Valkyrie Elysium. Ich begrüße euch herzlich wieder zurück. Mein Name ist Christian Ischia 3000 und wir machen erstmal dort weiter, wo wir aufgehört haben. Denn ich denke mal, in der Festung wird das Letzte sein, was wir sehen. Ich weiß es nicht, deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber wenn es euch das gefällt, natürlich liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, Support ist kein Mod und wir spielen auf der PlayStation 5. Und wir sind hier auf der Brücke stehen geblieben mit der netten Dame, mit der Walküre hier. Und wir haben immer noch eine Mission, Szenen läutern. Aber mal gucken, was uns am Ende überhaupt hier erwartet. Bevor wir das natürlich machen, müssen wir, ui, da ist er ja, diesen Drachen besiegen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, Schwächen des Gegners. Ja, ich weiß Bescheid. Alles klar. Nein, falsches Ziel. So, Schwachpunkt erlegt. Nice. Und somit haben wir das Tor geöffnet. Hey! Habe ich mir jetzt ein bisschen schwieriger vorgestellt, aber ja, kann man machen auf jeden Fall. Und nochmal gelb sehen. Oh, können wir nochmal zurück? Wir haben einen Doppelsprung. Können wir dann vielleicht jetzt. Ups, das war die falsche Taste. Vielleicht Waffen verbessern? Nein, blaue Juwelen fehlen mir. Oh, scheiße. Okay. Gut, dann haben wir wohl keine weitere Wahl. Also weiter zu farmen und zu grinden. Aber mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann doch noch irgendwas, was wir brauchen. So. So, wir sind jetzt in der Festung angekommen. Mal gucken, was uns jetzt hier noch erwartet. Okay, 109 Meter ist der nächste Zielpunkt. Aber das sollte doch kein Problem sein. Vielleicht kommt man ja an die Kiste hier zwischen den Häusern. Mache ich jetzt aber, glaube ich, eher weniger, denke. Wenn, dann würde ich mich jetzt selbst überraschen. Da geht es auch nicht lang. Gucken wir mal kurz darüber. Wäre ja noch lustig, wenn es eine Trophäe geben würde im Spiel, dann ja, zerstören sie 1000 oder 3 Millionen Kisten. Aber die Dinger überall hier rum. Es ist schön im Endeffekt, klar, keine Frage, dass es ein bisschen was zu zerstören gibt. Oder jetzt eine Blüte. Ja. Das muss der Himmel sein, ein Ort frei von Schuld, wo alle tun und lassen können, was ihnen gefällt. Vielleicht kein ganz so toller Ort, wenn es einen körperliche Kraft mangelt. Wenn es einen körperlichen Kraft mangelt, okay. Körperliche Kraft. Ja. Das ist halt immer das Problem. Der hat mich jetzt gerade da beschossen. Ach, da oben, okay. Da kommen wir noch hin. Lass uns erstmal hier unten erstmal durchgucken. Solange sie gegen die Wand schießen, können die ruhig machen, was sie wollen. Puh, da sind auch noch Gegner. Ohne große Axt. Wo willst du hin, mein Freund? In dem Gelände hier. So. Scheint dann auch eine Gasse, Sackgasse zu sein, ohne irgendwelche Truhen oder so. Kann man hier rein? Ah. Hier gibt es
gibt's auch nichts. Muss doch irgendwo mal was geben aus so Kisten. Oder? Da war eine Truhe. Und was ist drin? Violetten nicht möglich. Okay, wir haben zu viele violette Kristalle. Okay. Gehen wir mal weiter nach oben. Okay, wieso können wir jetzt hier raus? Was gibt's denn hier oben? Außer Häuser. Wir können noch höher anscheinend. Ui, okay. Da eine Kiste. Wahrscheinlich kriegen wir das. Ist auch voll. Nee, doch nicht. Okay. Sehr schön. Zwei davon. Das ist prima. So. Okay. Wieso kann ich jetzt hier oben lang laufen? Das ergibt keinen Sinn. Ja, die schießen immer noch. Ist okay. Na, da komme ich nicht hin. Okay. Okay, so hoch komme ich, kann ich gar nicht kommen. Das ist nett. So. Ne, bleibt doch. So. Gehen wir nochmal ganz hoch hier. Weiteres Elixier erhalten. Sehr schön. Da sollte ich am besten nicht runter. Hier ist noch eine Blume. Ich habe gehört, dass die Reste vom großen Fest mal unter der Brücke gekippt werden. Unter die Kippe Rest mal, okay, Fest mal, okay. Vielleicht haben wir Glück und finden etwas Leckeres zu essen. Ja. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Alles klar. Also, dann geht es im Endeffekt direkt zu den Typen mit den Bögen. Und dann, oder wollen wir hier noch kurz gucken? Oh, was ist das? Das ist von einem Menschen geschrieben, vor langer Zeit. Gefahr, Monster voraus. Ich habe keine Ahnung wo. Ein weiterer Fehlschlag. Wächst hier denn gar nichts? Aber ich darf nicht aufgeben. Meine Kinder sind hungrig. Sie brauchen etwas zu essen. Das nächste Mal wird es etwas, wachsen. Okay. Okay, Monster voraus. Wo denn? Das ergibt keinen Sinn gerade. Nö, nix, keine Monster. Nö. In den Kampf. Au. Okay.
Okay. Haben wir auch erfolgreich abgeschlossen oder besiegt. Ganz viele Blumen. 28 insgesamt, wenn ich mich noch recht erinnere. Untote. Untote kommen. Verdammt, warum entsetzt das niemand mehr? Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Vor diesem Ort überrannt, wenn der überrannt wird. Okay. Ja. Irgendwann interessiert es. Neue Waffe wäre cool. Grüne Juwelen nicht mehr aufnehmbar. Verdammt, so viel. Aber wir können nichts machen. Oder vielleicht kann ich. Warte mal. Vielleicht Valkyrie, vielleicht irgendwas aufleveln. Das war's. Und hier. Totale Konter. Hilfe. Machen wir das. Kann ich das auch noch? Nee, das geht nicht mehr. Okay. Gucken wir mal, ob wir jetzt wieder einsammeln können. Nochmal schöne grüne Juwelen einkassiert. Ich frage mich, ob ich nochmal zurückgehen soll, aber nee, machen wir jetzt nicht. Ist ja nur eine Demo erstmal. Ich meine, wenn ich das Spiel dann neu starte, also das Spiel dann habe, offiziell, komplett, werde ich dann auf jeden Fall direkt auch wieder von neu anfangen. Ritterkommandant, wie stark das klingt. Hoffentlich werde ich eines Tages auch zu einem starken Ritterkommandant. Nee, das scheint nicht der Fall zu sein, traurigerweise. Seine Zeit ist abgelaufen. Okay, hier komme ich nicht mehr raus. Muss ich hier lang laufen? Geht's hier lang? Okay. War das wirklich ein Mensch oder war das auch so ein Ritter oder sowas? Hui! Kommt ihr denn her? So. So, was haben wir denn hier Schönes drin, ne? Okay, maximal, okay. Ambrosia, Ambrosia. So, unvermeidbare Angriffe. Ein gegnerischer Angriff, der ausgeführt wird, während der Gegner rot blinkt, kann nicht abgewehrt werden. Am besten begibst du dich in sichere Entfernung und weichst aus. Ah ja, okay. Aua. Oh, da sind ganz schön viele. Erstmal die Bogentypen ausschalten. So, haben wir das Tor aufgeöffnet, haben wir die Verteidigung geschwächt oder besiegt, die das Tor verteidigt haben. Oh, Feuer.
So. Was haben wir hier Schönes drin? Liegen aber auf jeden Fall ganz schön viele Kisten rum, ne? Ja, Heilung ist schon mal ganz gar nicht mal so schlecht. Je mehr ich dann von da habe, ist immer besser. Haha, daneben. Ah. Okay. Nochmal. So, jetzt gehen wir mal kurz unter Gegenstände. Ich habe doch hier Ambrosia bekommen. Das heißt, er erhöht die maximale Größe des Lebensleistes. So. Machttrank. Ja, lassen wir das erstmal so. Das werden wir dann mitten im Kampf dann verwenden. Falls es dann vonnöten ist. So, würde ich sagen, dann direkt ab durch Tor. Mal gucken, was da oben uns noch erwartet. So, begib dich zur Burgmitte. Alles klar. Das scheint dann doch Endgame des Bereiches zu sein. Guck, hätte ich jetzt. Gut, okay, wir speichern. Und ja, würde ich sagen, let's go in die Festung. Ei. Ich muss erstmal die hier erstmal loswerden. Da. Seelen werden hier nicht eingesaugt. Oh, da kommen ja noch mehr. Wo kommen die denn alle her? Au. Uncool. Noch mehr Gegner, meine. Oh, was sind Hunde jetzt am Start? Was ist das jetzt? Ah. So ist es schön, meine Freunde. So ist es schön. So, alles einkassiert. Okay, da kommen wir nicht lang. Da kommen wir auch nicht lang. Das heißt dann im Endeffekt hier nach rechts. Oh, meine Nase vibriert. So, Türen sind zu. So, hier ist noch eine Truhe. Okay. So. Ups. Okay, dann müssen wir da nach oben jetzt so. Dann machen wir mal weiter. Gibt sich zu Burgmitte. Ja, jetzt kommen hier ganz schön viele Feinde. Aua. Die Bogentypen.
auf, mit dem Bogen zu schießen. Okay. Alles klar. Löse die Ketten. Natürlich doch. Aber erst hier hinter, da ist noch eine Blume. Da ist noch ein Gang. Puh, ich habe gerade so viel zu tun. Die Bestellungen häufen sich und häufen sich. Haben sie denn nie genug? Nee, das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Was wird uns hier hinten? Eine Kiste und Gegner wahrscheinlich. Ja, klar. Au. Okay. Ah ja. Was gibt's denn hier Schönes drin, wenn die so bewacht wird? Aufnehmen vom violetten View nicht möglich. Ach Mann. Oh. Ich kann halt aber auch nichts aufwerten, Leute, ne? Das ist ja das Traurige. Ich kann doch. So. Okay, mehr geht nicht von der Demo aus. Okay. Da können wir auch nichts machen. Da auch nichts. Kriege ich die jetzt auf? Alles klar. Violett. So. Ja, dann heißt es jetzt für uns, lösen Sie die Ketten. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wow, okay, das sieht nicht gerade, was da unten wohl ist. Das würde mich interessieren. Wieso komme ich da nicht rüber? Doch. Wollte schon sagen. Geht ja mal gar nicht. Ich hatte geglaubt, dass mein Heimatland durch seine Magie geschützt wäre. Aber es ist gefallen. Da liegt es nur nahe, dass die von der Göttern geschützten Königreiche auch eines Tages untergehen werden. Okay. Na dann. Das ist auch eine Blume. Wir haben so viele Freunde verloren, seit der Krieg begann. Vielleicht steht sogar Asgard am Rande der Zerstörung. Ja, Ragnarök wird kommen. Okay. Wird von einem mystischen Gegenstand irgendwie festgehalten. Hier könnte ich runter. Muss ich aber jetzt noch nicht. Deswegen wollen wir erstmal gucken. Naja. Okay. Ja, Gegner. Ja, da war der Pfeiler, ne? Da konnte. Au! Okay, uha. Nein. Okay. Ah. So, die erste Kette haben wir gelöst. Wupp, wupp. Okay. Dann können wir mal hier runter gehen. Hör auf, Magie zu wirken. Das mal weg hier. Ja.
Okay. Haben wir geöffnet die Tür? Okay. Hier scheint dann auch nichts mehr zu geben, außer Kisten, die wir kaputt machen können. So. Weiter geht's. Da drüben ist noch eine Blume. Nein! Okay. Also ganz runter kommen wir anscheinend noch nicht. Diese untere Plattform ist für uns dann wohl doch gesperrt. Es möge zwar viele Leute gestorben und das Land zerstört worden sein, aber zumindest bin ich frei. Zum Glück für mich scheinen auch ein paar Tiere überlebt zu haben. Das Leben findet immer einen Weg, genau wie ich. Okay. Gibt es da drüben noch irgendwas? Scheint nicht dafür zu sein. Dann gehen wir wieder zurück. Da drüben ist auch noch eine Blume. Da drüben, ganz drüben ist eine Kiste. Die Frage, wie komme ich denn da hin? Was? Du hast eine Walküre gesehen? Ah, dann stimmt es wohl, dass sie zu jenen kommen, die ihren Tod nahe sind. Aber ich glaube, eine Walküre würde keinen Verlierer wie dich aussuchen. Hm. Dich dann wahrscheinlich dann auch weniger. Da ist ein Gegner. Kiste. So. Löse die Ketten. Wir müssen irgendwie nach oben. Aber wir gehen erstmal hier lang, weil da drüben, glaube ich, komme ich dann zu der Kiste. Ende im Gelände. Ein Speicherkristall? Bist du hier ein Speicherkristall? Ergibt das Sinn? Hagelschuss. Okay. Dann werden wir wahrscheinlich mal ausprobieren. Aber erstmal auswählen. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Hier rüber, da war noch eine Kiste, glaube ich. Genau. Okay, Elixier gefunden. Aber warum ist hier ein Speicherkristall? Waffen verbessern kann ich nicht. Wir können aber speichern. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier lang. Okay. 10 magische Juwele. Ja, wir müssen hier hoch. War das, glaube ich, da schon der richtige Weg? Um die zweite Kette zu beseitigen, scheint schon naheliegend zu sein, dass ich richtig war. Lustig. Also ist jetzt nur eine Vermutung, ne? Also. Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal hier rein. Machen wir erstmal die Kette hier fertig. Ja.
Okay. Begib dich tiefer hinein. Okay. Aua. Au. Geht's noch? Okay. Dann ab in die Tiefen. Oh, das gefällt mir ganz und gar nicht. Ah, okay, ein Drache. Easy. So, wir haben wieder Gunst. Gucken wir, ob wir vielleicht bald einen Speicherpunkt finden, wo wir unsere Waffen wieder aufwerten können. Okay, der ist neu. Aber nein. Okay. Okay. Hat er lebt denn oder was? Kommt der denn her? So. Sind wir jetzt endlich fertig hier? Okay, wir müssen weiter nach unten. Hm, was ist das für eine Stufe? Okay. Yay. Okay. Noch tiefer, weil dann zack. Ganz komisch. Hm, mein Freund, sage mir, konntest du dich schon mit Arminia treffen? Hast du ihr schon sagen können, was du für sie empfindest? Es tut mir leid, dass ich am Ende nicht für dich da sein konnte. Hm. Die Frage ist, was haben die alles für ein Bewandtnis? Okay. Ab nach unten. Eine Truhe. Das Grabesrand. Okay, wir haben jetzt mehr Fähigkeiten, wie wir eigentlich haben. Feuerlanze, Grabesrand. Oh, ja, das nehmen wir. So. Okay.
Genau, Feuer wird jetzt gleich benötigt. Das wäre so lustig. Aber okay. Ich tue nur kurz mal die ganzen Dinger hier kaputt machen. So. Und bevor wir da weitergehen, erstmal hier Kisten öffnen. Vielleicht gibt es ja interessantes was drin. Dann gucken wir mal, ob wir die Waffe aufwerten können. Und ja, und dann sollten wir gucken, ob. Nein, geht's nicht. Wir brauchen blaue Juwelen. Warte mal, erstmal bevor wir speichern, kann ich vielleicht meine Valkyrie nochmal ein bisschen aufwerten. Das könnte man machen. Richtungstaste, aber machen wir mal Verteidigung. Ah, da müsste ich erst das dann machen. Ja, okay, dann war es das schon mal ganz gut. Das haben wir ja schon, das hätten wir auch machen können, aber das können wir machen. So. Okay, dann speichern. Let's go. Und ja, auf geht's. Okay. Nee, das magst du nicht. Was hältst du von Eis? Auch nicht. Jetzt, wo ich. Kann ich schon. Ah, ich kann sogar Pause machen. Ausrüsten. Wir machen doch mal Hagelschlag weg. Und machen wir Feuerlanze rein. Nee, auch kein Schwachpunkt. Jetzt habe ich nichts mehr. Au! Wow, okay, alles klar, alles klar. Das scheint der Schwachpunkt zu sein. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Au. Ich treffe einfach nichts. Nee, nix da. Au, 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 au. Einmal hin. Oh, verdammt, hätte ich noch ausweichen müssen. Geh mal auf den Hinterkörper. Irgendwas müssen wir ja machen. Oh, oh, okay. Schockwelle. Boah, meine Güte. Dass ich genug Heilung habe. Wir können ja mal Angriff verstärken. Erstmal wissen, ich kenne nur die ganzen Mechaniken von den Typen nicht. Ausgewichen. Okay. Nein.
Verdammt. Wie. Meine Fresse. Gibt's doch nicht. Ey, ich war auch in der Luft. Das hätte mich eigentlich gar nicht treffen dürfen eigentlich. Aber okay. Der zweite Schlag. Oh, okay, das wirkt. Das ist wirkvoll. Jetzt habe ich aber nichts mehr. Ah, verdammt. Ja, okay, das ist wieso für ihn zu Ende. Da kann er nichts mehr machen. Für ihn ist es vorbei. Und bam. なぜ殴るファルとなっていた。殴るファル。すまない。何が起きたのかわからない。お前の魂があまたの死者の魂を引き寄せ、歪み魔物と化していたのだ。俺の魂。あなたは誰なんだ。私はヴァルキリー。オーディン様の命により 死者の魂を浄化するもの。ヴァルキリー、生と死を見定めるもの。昔話で聞かされたことがある。神に選ばれた戦士の魂を深海へ導くという。そうか。俺はもう死んでいたか。ヴァルキリーよ、 迷惑をかけたな。どこかで見覚えが。まあいい。オーディン様に報告しておこう。Abgeschlossen Kapitel 1. Und was kriegen wir raus? Die Waffe, genau. So, Waffe ausrüsten. Yay. Also ein Rapier oder was? So. Oh ja. Okay, das ist nicht schlecht. Hat sich gelohnt. So, dann zurück. Wir haben fast eine Stunde gebraucht. Gegenstände 5, minus 500, ja. Schaden groß, minus 2000, ja. Im Moment haben wir sehr viel einkassiert. Rang A, auf jeden Fall, das ist schon mal sehr schön. 26 Feuer und von 96, glaube ich, oder so. Keine Ahnung, aber man steht jetzt nicht dran, wie viel wir jetzt bekommen haben, für wie viel Pflanzen wir eingesammelt haben. Aber mal schauen. Aber erstmal wieder zu Odin zurück. Ganz gechillt. Begib dich zum Astralglobus und schließe Nebenquests ab. Können wir auch machen. So. Jetzt schauen wir mal. So, wir haben halt hier nur zwei Nebenquests am Start.
Nebenquests. Mutters Ring, Evergans und Ambrosia. Okay. Warnung eines Totem. Okay. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Mit Odin können wir anscheinend auch nicht reden. Da können wir uns hinsetzen. Auch nicht. Scheiße. Ja, ich würde sagen, beginne zum Asal und schließe die Nebenquest ab. Da wird es jetzt wahrscheinlich heute noch mal eine Folge geben, aber da werde ich wahrscheinlich hier direkt das ganze Level nochmal durchziehen müssen, weil Hohlblüten haben wir nur 21 von 28. Hauptquest auf jeden Fall abgeschlossen, Nebenquest leider nicht. Und ich denke mal, hier wird es auch nicht mal weitergehen, was das angeht. Und somit würde ich sagen, ja, ich werde das auf jeden Fall nochmal machen und mal gucken, was passiert, wie es läuft. Und sonst gibt es hier, glaube ich, auch nichts mehr zu entdecken. Ja, dann war es das hier mit der Demo, denke ich mal. Wie es auf jeden Fall weitergeht, werdet ihr dann auf jeden Fall in der Vollversion sehen. Ob ich nochmal neu starte, komplett von Null, das könnt ihr gerne in die Kommentare mal kommentieren und posten. Würde mich freuen auf eure Kommentare, was ihr dazu denkt, ob wir das machen sollten oder auch nicht. Aber wie gesagt, das ist halt eure Sache im Endeffekt. Ihr könnt ja mal gerne mal reinschreiben. Ich tue mich dann entweder entscheiden, aber mal schauen, was auf jeden Fall für uns zukommt. Auf jeden Fall, die Demo hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, bei der Zeit, wo wir jetzt gespielt haben, sollte das auch jetzt erstmal genügen, für einen guten Eindruck zu bekommen. Wir haben das Tutorial, war ein bisschen lange, wir haben da Begleiter gehabt, die man beschwören konnten. Konnte man jetzt in dem Kapitel 1 nicht, aber ich denke mal, in der Vollversion werden es wahrscheinlich noch viel weitere Begleiter geben, etc. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wenn das Spiel da ist, wie das dann weitergeht auf jeden Fall. Und ja, wenn ihr dann auch gerne weitersehen wollt, dann einfach auch liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, Support ist kein Mod und somit verabschiede ich mich hiermit aus Valkyrie Elysium. Und ja, sagt einfach mal Tschüss. Und wenn ihr auch noch die Nebenquests sehen wollt, dann mache ich das Level nochmal. Auch in die Kommentare, dann kriegen wir das auch bestimmt hin. Ne? Also dann, dieses Video wird auf jeden Fall am Dienstag hochgeladen. Würdet ihr wirklich, da ist gerade wahrscheinlich anschaut. Warte ich jetzt einfach mal bis zum Wochenende und mal schauen, was ihr dann darauf antwortet. Ob ihr gerne noch mehr sehen wollt von diesem Spiel mit den Nebenquests natürlich. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was wir dann machen können. Ne? Also dann. Oder vielleicht schon früher. Mal gucken, wie viele Kommentare reinkommen. Also, schreibt in die Kommentare, was ihr wollt. Ob ihr gerne dann, wie gesagt, einen Neustart haben wollt, wenn das Spiel draußen ist. Ob ihr die Nebenquests sehen wollt. Und natürlich nicht vergessen, die Glocke drücken und abonnieren. Ne? Also dann. Somit verabschiede ich mich hiermit aus Valkyrie Elysium. Wiederschauen, reingauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Chris Angel 3000 und bleibt gesund. Tschüss.